Am zweiten Tag im Trainingslager ließ es Cheftrainer Carsten Heine etwas ruhiger angehen. Taktische Abläufe und Bewegungen wurden geübt, denn am Abend stand das erste Testspiel in Österreich an gegen den FC Blau-Weiß Linz. Deswegen lassen wir einfach mal ein paar Szenen laufen und schalten dann direkt rein nach Linz. Alter, ich muss anfangen. Du musst rollen, der in der Mitte rollt. Scheiße, stimmt. Einmal rollen. Genau. Ja, sehr gut. Und geht es schwer? Nee, also. Trotzdem dritte Liga, ne? Einfach Bundesliga machst du zwei Bälle, oder? Die Spaß machen, hä? Bundesliga machst du zwei Bälle. Ja. So, dann. Und da sind wir auch schon im Donauparkstadion in der drittgrößten Stadt Österreichs, Linz. Bei 30 Grad Celsius in der prallen Sonne mussten unsere Jungs gegen die Kicker aus der dritten österreichischen Liga ran. Ganz besonders freute sich die Wernesgrüner Fanelf, die perfekt ausgestattet ihre Himmelblauen anfeuern konnte. Dann ging es los, die Mannschaften liefen aufs Feld, begleitet vom Aigo-Hotel-Maskottchen, unsere Jungs im schwarz-roten Auswärtstrikot. Nach einem guten Start in die Partie war die erste Hälfte allerdings noch arm an Großchancen. Timo Tschitschen wurde oft gesucht, der dann auch mal aus der Distanz aufs Tor zielte. Allerdings war es eine Standardsituation der Gastgeber kurz vor der Pause, die nach 44 Minuten hier für das erste Tor sorgen konnten. Der Ball unglücklich abgefälscht und dann mit diesem 1:0 für die Gastgeber aus Linz ging es auch erst einmal in die Pause. Natürlich, da ärgert sich Kevin Kunz, unser Torhüter. Aber es nützt nichts, deswegen nochmal die nächsten 45 Minuten nutzen, um hier die Partie, den Spieß umzudrehen. Zur Halbzeit wurde gewechselt. Daniel Batz, Marcel Kaffenberger, Ronny König und Testspieler Adrian Valente kamen in die Partie. Der sorgt hier auch für den Angriff. Und dann Ronny König hier gefoult, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und dann ist es Valente, der die Kugel ins Tor einbringen kann. Kam von links und dann bekommt er ihn letztlich wieder. Netzt ein, 1:1 der Ausgleich. Und das kurz nach der Pause. Die Fans, die rufen schon den Auswärtssieg aus. 53. Spielminute. Es sollte auch munter weitergehen. Anton Fink hier mit einer klasse Flanke in den Strafraum zu Marco K. Gomez und der legt ab für Frank Löning. Keine Mühen, netzt ein zum 1:2. Partie gedreht. So kann es doch weitergehen, bitteschön. 56. Zwischendurch aber die kleine Verschnaufpause. Es war ja doch enorm heiß. Aber kurz darauf ging es dann auch munter weiter. 83. Spielminute, Alexander Dartsch hier im Doppelpass mit Timo Tschitschen. Und da wartet Alexander Dartsch kurz und zieht dann ab. 3:1 aus unserer Sicht. Und unsere Jungs, die hatten auch immer noch Hunger. Es ging weiter, 88. Minute, kurz vor Schluss. Ein Eckball für unsere Himmelblauen, obwohl sie ja in Rot-Schwarz spielten. Timo Tschitschen, der bringt den Eckball rein auf den Kopf von Ronny König. Aber noch die Latte, aber Nils Röseler ist da. Netzt ein per Kopf. 4:1. Und das soll es dann auch gewesen sein. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Die Chemnitzer Fans sind glücklich. Da kann man auch mal das erste Gegentor verschmerzen. Ein toller Auftakt hier für die Testspiele in Österreich. Und zum Abschluss klatschte auch unser Cheftrainer persönlich mit jedem Fan ab. Das erste Testspiel in diesem Trainingslager ist absolviert und zwar mit einem Sieg. Und dazu beigetragen hat auch unser Alex, Alex Nanschek. Ja, sag mal was zum Spiel. Ja, wir haben die ersten 20 Minuten meines Erachtens super reingefunden, haben gut gespielt. Dann leider hatten wir so einen kleinen Knick, haben 20 Minuten ein bisschen so den Faden verloren, haben nicht mehr so gepresst, wie wir es am Anfang gemacht haben. Dann, dann sind wir in die Halbzeit mit einem 1:0 Rückstand durch einen blöden Freistoß, also Standard dann. Ja, dann haben wir in der Kabine nochmal alle zusammengerafft, alle besprochen, was jetzt unser Plan ist oder was wir auf jeden Fall besser machen müssen.
Ja, und dann hat man es ja gesehen in der zweiten Halbzeit, dass wir dann wie ausgewechselt, aber dann von der ersten bis zur letzten Minute dann alles gegeben haben, in der zweiten Halbzeit dann noch den Rückstand aufgeholt haben, dann noch 4 Buden gemacht haben, die auch meines Erachtens auch super rausgespielt sind. Und ja, und so kommt dann der erste testige Trainingslager zustande. Wie wichtig ist das, dass man die Konzentration über die vollen 90 Minuten, ich meine, es war doch relativ heiß, beibehält? Ich meine, man hat ja bestimmt auch immer im Kopf, was hat man im Training gezeigt bekommen, was muss man umsetzen und das dann hier auf dem Platz auch zu zeigen. Wie geht man damit vor? Wie geht man damit um, meine ich? Ja, also man muss es auf jeden Fall versuchen, 90 Minuten im Kopf zu haben, weil der Trainer gibt das vor, wir müssen das auch umsetzen. Wenn man es halt nicht umsetzt, kommt es natürlich auch nicht gut beim Trainer an und das schadet ja dann auch jedem Einzelnen, aber auch in erster Linie der Mannschaft. Und ja, Temperaturen sind eigentlich egal. In der Saison wird es auch mal heiß, mal kalt sein. Da können wir keine Ausreden finden. Die Gegner hatten genau dasselbe Wetter, nicht nur wir. Und ja, auch wenn es schwerfällt, vielleicht die Beine ein bisschen müde sind noch. Aber wenn man auf dem Platz ist, gibt es keine Ausreden. Beim Gegner auch nicht. Da müssen wir Gas geben von der ersten bis zur letzten Minute. Wie läuft es bei der Kommunikation innerhalb des Teams? Ja, super. Also klar müssen wir uns noch besser finden, die Spielzüge noch besser einstudieren. Wir haben noch genug Zeit und jetzt, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, da ist ein super Ansatz, da weiterzumachen. Ja, und dann sehe ich sehr positiv in die Saison. Das sehen wir natürlich genauso. Wir haben tolle Tore gesehen, einen Sieg zum Auftakt hier im Trainingslager. Wir wünschen natürlich, dass es so weitergeht. Viel, viel Erfolg weiterhin. Danke.